Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und heute stellen wir uns die Frage der Fragen. Wir haben in so vielen verschiedenen Universe ein Superman-Äquivalent. Wir haben zum Beispiel Homelander, wir haben Omni-Man, wir haben Evil Superman. Wir nehmen natürlich nicht Superman, wir nehmen Evil Superman. Und wir haben Icarus. Natürlich neu aus The Eternals, der auch ein bisschen Superman-Eigenschaften hat. Und im heutigen Video stellen wir uns die Frage, wer ist eigentlich der stärkste von diesen Leuten? Deswegen erstmal ganz grundlegend, müssen wir natürlich erstmal die ganzen Kräfte miteinander vergleichen. Und als Hauptvergleichsmodell haben wir tatsächlich hier die Flash-Variationen. Variationen wegen Loki und Marvel Ems. Okay, nein, egal. Egal. Okay, Dennis, sag uns doch erstmal, was kann denn Homelander und was macht denn Homelander eigentlich aus? Homelander ist der einzige, der von diesen Charakteren von der Erde stammt. Er hat, wie jeder andere auch, einen Laserblick drauf, hat einen Röntgenblick drauf, kann nur durch Zink nicht sehen, kann natürlich fliegen und ist kugelsicher, so wie ein Supergehör darf natürlich auch nicht fehlen. Der Laserblick ist natürlich vorhanden, das ist natürlich schwer zu sagen, welcher von diesen Laserblicken da natürlich stärker ist. Allerdings, das sind so seine Stärken. Okay, man kann auf jeden Fall sagen, er ist kein Zinker. Okay, ich lasse die blöden Witze. Tut mir leid, Leute, machen wir mal weiter. Kommen wir mal als nächstes zu dem Eternal himself. Kommen wir mal zu Icarus. Natürlich, ihr wisst Bescheid. Seine größte Schwäche, die Sonne. Und zwar, wenn er straight in die Sonne fliegt. Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Er hat natürlich auch den Laserblick drauf. Er ist unglaublich stark. Er kämpft gegen Deviants. Er ist ein urzeitliches Wesen. Er ist faktisch unsterblich. Er kann eigentlich immer wieder durch die Weltenspiele wiederbelebt werden. Würde nur bedeuten, als sozusagen Prozess, dass dann ein Mensch von der Erde stirbt und er dann wiederbelebt wird. Es gibt diverse Variationen sozusagen von ihm, weil er theoretisch nicht menschlich ist und mit theoretisch meine ich, er ist nicht menschlich. Er kann immer wieder reanimiert werden, natürlich mit anderer Persönlichkeit, was ihm nochmal einen Vorteil verschafft, aber wirklich nur er himself, jetzt mal wirklich er als Person, den Icarus, den wir kennen. Ich meine, er hat gegen andere Eternals gekämpft, er hat sich unglaublich gut gehalten, er hat auch gegen Celestials gekämpft, hat sogar eine Art von Stärkentwicklung gesehen tatsächlich, als er sich von den Fesseln gelöst hat, bedeutet, seine Stärke ist auf jeden Fall hier nicht abzuerkennen. Aber wir haben ja noch weitere. Dennis, sag uns doch mal was zu dem guten Omni-Man. Omni-Man gehört zu Viltrum, ist auf die Erde gekommen und hat dann seinen Sohn Mark dort geboren. Er ist also ein Außerirdischer, der nicht zur Erde gehört und seine Stärken natürlich erstmal super schnell, extrem stark und kann natürlich auch fliegen, kann sich selbst regenerieren und lebt unnatürlich lang. Okay, aber wir haben natürlich hier noch Evil Superman und im Prinzip können wir hier dieselben Charakteristika nennen, die wir auch für Superman kennen, weil es ist im Prinzip nur eine böse Version von ihm, bedeutet im Prinzip sind nur seine Charaktereigenschaften verändert, aber die sollen jetzt mal keine Rolle spielen. Nehmen wir mal das Beispiel, als Superman gegen die Justice League gekämpft hat. Und die Justice League wird hier demonstriert durch Aquaman, Flash und Wonder Woman. Und natürlich Batman, aber lass mir mal Batman beiseite, weil es ist Batman. Okay, in dem Fall können wir eine Sache hier festhalten. Superman hat es tatsächlich geschafft, in der Speed Force mit einem Flash mitzuhalten. Wir wissen, wenn wir jedes Äquivalent von Flash betrachten, dürfte der reine Flash aus dem DC Universe der schnellste sein. Deswegen kann man hier davon ausgehen, was punkto Schnelligkeit angeht, ist Superman auf jeden Fall vorne, weil klar, er war langsamer als Flash, das ist klar, das hat man gesehen, aber er hat es geschafft, mit ihm mitzuhalten und er konnte ihm auch in der Speed Force Schaden zuführen, was auf jeden Fall ein Punkt für Evil Superman an dieser Stelle ist. Natürlich noch nicht der Endsieg hier, aber man muss ihn auf jeden Fall nach vorne bringen. Wir wissen, dass Makari zum Beispiel sehr schnell ist, aber durch ihre Turnus-Fähigkeiten ist sie darauf ausgelegt, gegen Deviant zu kämpfen. Bedeutet, ihre Schnelligkeit ist jetzt nicht auf diesem Speedforce-Niveau, dass sie als Beispiel durch die Erdkrümmung, durch die Zeit reisen kann. Deswegen muss ich hier tatsächlich den Punkt der Schnelligkeit an Superman geben. Okay, wir haben aber noch andere Stärken von diversen anderen Superhelden, die auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielen. Zum Beispiel, was kann man denn noch hier Punkt für Homelander zum Beispiel geben. Was hat denn Homelander sonst noch für Stärken? Was hat er denn so unter Beweis gestellt? Homelander hat in diesem Fall noch nicht gegen A-Train gekämpft. Das wird sicherlich noch in Staffel 3 folgen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir auch noch so eine Art Kampf da bekommen zwischen diesen beiden Charakteren. Allerdings muss man bei Homelander natürlich sagen, dass er sehr schnell die Kontrolle verliert und dadurch sehr unberechenbar wird. Würdest du tatsächlich sagen, dass Homelander hier schneller als A-Train sein könnte oder mit ihm mithalten könnte gar? Ich denke, er könnte sogar sehr gut mit ihm mithalten, dadurch, dass A-Train ja nur gedopt ist, würde meiner Meinung nach Homelander stärker sein als er. Und auch schneller. Okay, auf jeden Fall spielt er aber auch eine große Rolle. Hier muss man sagen, dass A-Train ja unglaublich viel Angst vor Homelander tatsächlich hat und sich zum Beispiel ein Flash gegen einen Superman gestellt hat, natürlich auch mit einer gewissen Grundangst verbunden. Und die
Golden Globe alias Justice League im Omni-Man-Universe hat ja auch gegen Omni-Man gekämpft, aber hat ihn auch schwer verletzt. Während Superman gar nicht verletzt wurde und Icarus auch nur dezent verletzt wurde. Zumindest gab es keine Merkmale, die halt äußerliche Verletzungen so krass gezeigt haben. Bedeutet, was den Punkt angeht, sehe ich hier auf jeden Fall Icarus und wieder mal Superman vorne, weil sie haben gegen jeweils die verschiedenen Äquivalente zur Justice League dann sozusagen gekämpft. Und weder Superman noch Icarus hatten wirklich Verletzungen. Omni-Man hingegen lag da wirklich danach dann im Koma und war schwer verletzt. Red Rush hatte auf jeden Fall am meisten Schaden zugefügt von diesen ganzen Charakteren gegen Omni-Man. Deshalb ist es da auf jeden Fall verständlich, dass Omni-Man da nochmal ein bisschen weiter hinten liegen würde als Icarus. Und ich würde tatsächlich sagen, dass hier Flash, wie gesagt, der schnellste ist. Und Red Rush dürfte auch, sage ich jetzt mal, sagen wir genauso schnell oder auch langsamer als Makari auf jeden Fall sein. Deswegen muss man hier Superman auf jeden Fall den Punkt Schnelligkeit, wie gesagt, zusprechen. Weil, ja, wie gesagt, Superman konnte der Speedforce mithalten und das mit einem Flash. Bei Omni-Man sehe ich da überhaupt keine Möglichkeiten, weil es nicht mal mit einem Red Rush konnte. Das heißt, auch durch die Verletzung bedingt, würde ich hier tatsächlich Homelander auch auf den vierten Platz einordnen, da Homelander ja auch noch nie wirklich einen Beweis gestellt hat, wenn er wirklich gegen den Sub kämpft, was er dann so drauf hat. Und auch Schnelligkeit sehe ich ihn jetzt nicht. Also er hat natürlich einen krassen Laserblick, aber abgesehen davon, dass er halt gegen Menschen kämpft oder halt gegen mindere Bedrohungen, sage ich jetzt mal, sehen wir dann noch nicht so viel. Aber was Icarus zum Beispiel angeht, haben wir bereits gesehen, wie er gegen seine Eternal-Kollegen gekämpft hat, das ohne, wie gesagt, Verletzungen. Und bei Omni-Man gab es einige Verletzungen. Also Dennis, was sagst du, wen würden wir hier den dritten Platz und wen den zweiten Platz geben? Und der erste Platz natürlich dann denkbar. Der dritte Platz müsste in diesem Fall doch an Omni-Man gehen, einfach weil er gegen die gesamte Gruppe gekämpft hat und dann schon sehr stark verletzt wurde, während Icarus keine wirklichen schweren Folgen davongetragen hat. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also deswegen würde ich hier tatsächlich sagen, dass ich hier den Icarus auf dem zweiten Platz setze. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Icarus und Superman betrachten, also Makari ist definitiv langsamer als The Flash. Und auch was den Punkt Stärke angeht, kann man davon ausgehen, dass ein Superman auch körperlich gesehen stärker sein dürfte. Und wir wissen ja, dass abgesehen von Kryptonit hat Superman eigentlich keine natürlichen Schwächen und lässt sich eigentlich auch so gesehen nicht verletzen. Und bei den Eternals wissen wir, dass der Grundsatz ihres Körpers auf menschlichen Attributen basiert. Bedeutet, man kann sie theoretisch auch so verletzen. Heißt, während dann zum Beispiel ein Superman durch Sonnenstrahlen eher minder verletzt wird, auch weil doch die Sonne seine Stärke ist, wird halt ein Icarus durch die Sonne besiegt. Deswegen darf sich hier Icarus nicht zu weit gegen die Sonne bewegen. Wir wissen ja, was passiert, auch mythologisch gesehen. Also, eine Sache ist klar, Superman dürfte der stärkste sein von denen, war eigentlich auch absehbar, oder nehmen wir hier Evil Superman natürlich, wie wir es auch von Anfang an gesagt haben, und Icarus kann man eigentlich direkt dahinter einordnen, während halt Omni-Man und Homelander mit einem gewissen Abstand zu betrachten sind. Was denkt ihr? Denkt ihr, diese Art von Aufstellung würde auch eurer Meinung entsprechen? Schreibt unten in die Kommentare, was würdet ihr an den ganzen Einstellungen noch ändern? Wie würdet ihr die ganzen Charaktere einordnen? Und da würde ich mal sagen, das nächste wieder erscheint, wenn die Frage gestellt wird. Haut da rein.